Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video in meiner Im Bann von Buchrein-Reihe, sozusagen. Heute soll es um die Unwandelbar-Reihe von Laura Labas geben, die ich seit Mai, ja, in allen Teilen sozusagen gelesen und genossen habe. Ich habe die Reihe entdeckt über eine Lovely Books Leserunde, war sehr interessiert vom ersten Teil und ja, hatte dann das Glück, alle 5 Teile innerhalb dieser Leserunde gewonnen zu haben als E-Book. Ich werde euch also nach und nach jetzt dann auch die Cover einblenden und natürlich ein bisschen was zur Geschichte erzählen, was natürlich bei einer Reihe immer ein bisschen schwieriger ist, aber ich glaube, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ja, Laura Labas, eine Self-Publisherin. Zumindest war sie es noch bei der Unwandelbar-Reihe. Ihr nächstes Buch wird im Drachenmond Verlag erscheinen. Und ich muss wirklich sagen, es war eine wunderbare Leserunde. Auch die Gespräche mit ihr über die einzelnen Bücher, Leseabschnitte oder auch das, was so ein bisschen über Nachrichten privater sozusagen geschrieben wurde, fand ich super sympathisch. Und es ist immer wieder schön, sozusagen den Mensch hinter der Geschichte kennenzulernen. Und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, die Unwandelbar-Reihe. Es begann im Oktober 2014 mit Pharos. Das ist der erste Teil der Reihe. Ging weiter im Februar 15 mit Hydra. Der dritte Teil, Arsida, erschien dann im April 15. Dann musste man relativ lang warten, wenn man aktueller Leser war. Nämlich bis September 15. Dann kam Psyra. Und der Abschlussband erschien dann Anfang des Jahres im Februar. Alle E-Books von Band 1 bis 4 sind für 2,99 erhältlich. Der aktuell letzte und 5. Band kostet 3,99, was, wie ich finde, für eine 5-teilige Reihe unter 20 Euro, also das ist wirklich ein Hammer. Also ich finde das nach wie vor bei den Self-Publishern fast schon zu günstig, wenn man auch gerade vielleicht Verlags-E-Books vergleicht, was die kosten. Das ist, ja, da kann man jetzt, jeder kann sich da selbst ein Bild davon machen. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich persönlich würde für ein Self-Publisher-E-Book auch mehr als 2,99 bezahlen, weil da natürlich auch sehr viel Liebe, Leidenschaft und Arbeit drin steckt. Und ja, fangen wir so im Allgemeinen mit der Geschichte an. Ich lasse die Cover so klein ein bisschen eingeblendet, damit ihr da einfach so ein bisschen, ja, auch die wunderschönen Cover genießen könnt, wie ich finde. Sie hat sich ja hier an griechischen Symbolen orientiert, mehr oder weniger, wird auch immer in den Büchern so ein bisschen beschrieben. Im Grunde, dass die Covergestaltung, also im Grunde das Zeichen auf dem Cover, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Hat immer wieder Spaß gemacht, endlich drauf zu stoßen, was diese, ja, im Grunde Symbole bedeuten. Ja, ja, um was geht es im Groben in der Unwandelbar-Reihe? Ja, wir haben die Protagonistin ist Raina, ein junges Mädchen, ich glaube 16, 17 zu Beginn der Geschichte, und sie hat einen besten Freund Glenn, eine beste Freundin Felicity, und ja, die beiden besten Freunde sozusagen mögen sich nicht wirklich, und so ist Raina immer so ein bisschen hin und her gerissen zu Beginn der Geschichte, denn sie mag eben beide eben einfach für das, wofür sie sind. Und dafür ist Raina wirklich schon im ersten Teil wirklich sehr konstant, wie ich finde, dass sie wirklich nicht irgendeinen für den anderen aufgegeben hat. Ja, bei Felicity erfahren wir relativ schnell, dass sie eine Hydra ist, und erleben jetzt dadurch durch Rainas Augen natürlich diese ganze Welt der Pharos, Hydras und eben was das mit den Unwandelbaren sozusagen auf sich hat. Denn Pharos sind Gestaltwandler. Pharos können im Grunde ihre Seele wandern lassen und sie in die Seele eines Tieres geben und dann eben mit dem Körper des Tieres, durch die Augen des Tieres eben, ja, die Welt erleben. Und Raina erfährt da zum ersten Mal, was sie eigentlich ist. Sie konnte da schon immer. Sie kann sich auf verschiedene Tiere prägen, was sehr ungewöhnlich ist in der Pharos-Welt. Und durch Felicity und ja, im Grunde Felicitys Schulung, die sie von der Gemeinschaft der Pharos erfährt, merkt sie eben, oh, irgendwas ist anders mit ihr. Und Hydra wiederum, was Felicity ist, sind eben ja, im Grunde auch Geschöpfe, Gestalten dieser Welt, die ja im Grunde nochmal was ganz anderes bewirken sollen. Aber ich möchte ja nicht zu viel verraten. Es gibt natürlich auch, ich sag jetzt mal, eine etwas bösere Seite, zumindest zu Beginn, wenn alles noch sehr schwarz und weiß für Raina ist. Es gibt die Gestalt Wandler.
Und ja, die ja, haben ihre Seele im Grunde verloren und laufen eben ohne ihre Seele umher. Und werden eben von der Pharos-Gemeinschaft sehr kritisch gesehen, beziehungsweise werden die auch bekämpft. Und man braucht eben wiederum ja, andere Gestalten, andere Wesen mit anderen Künsten, um ja, die Seele im Grunde auf der Metaebene zu befreien. Und der Körper sozusagen stirbt dann im Grunde, sobald die Seele ihn ja, im Grunde wieder erreicht. Und Rayna ist davon nicht sehr begeistert. Rayna mag dieses Schwarz-Weiß-Denken so gar nicht. Und es passieren aber nicht nur die neue Welt um Rayna herum, die sie kennenlernt, sondern auch da, wo sie lebt, geschieht so einiges. Es geschehen Morde, es gibt Unklarheiten, was ihre Eltern, ihre Großeltern angeht, denn sie lebt bei ihren Großeltern, weil ihre Eltern, also ihr Vater, ich glaube, da sogar gestorben ist, und ihre Mutter wohnt sehr weit, ich glaube, irgendwo in Italien entfernt. Und die Geschichte spielt in den USA und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen weiter weg, aber man spürt recht schnell, dass es da Familiengeheimnisse gibt und auch von den Lehrern und Direktoren an Rayners Schule irgendwas geheim gehalten wird und natürlich dieses große Neue, diese Pharos-Hydra und diese neuen Gestalten. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, ist aber unglaublich spannend, denn es gilt eben nicht nur das Rätsel um Rayna und ihre Familie und ihre Freunde zu lösen, sondern auch in diese neue Welt, die uns aufgetan wird, einzutauchen und dort eben auch ja so ein bisschen hinter die Machenschaften zu sehen, denn nicht alles oder nicht jeder, der sagt, er ist gut, ist es dann tatsächlich auch. Und das müssen wir natürlich zusammen mit Rayna kennenlernen und uns eigenes Bild bilden, und das machen wir in 5 Bänden, wenn man ja im Grunde so möchte. Ja, Rayna ist eine Protagonistin, die mir sehr viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Ich war und bin auch nach wie vor nicht der größte Fan von Rayna. Das war im ersten Teil wirklich ganz, ganz schlimm. Die ist mir tierisch auf den Keks gegangen. Sie war unglaublich naiv, ist teilweise dumm in Situationen gelaufen. Sie hat A gesagt und B gemacht und das ging mir teilweise wirklich auf den Keks. Also, wie ihr jetzt vielleicht schon länger wisst, wenn ihr meine Videos seht, ich bin gar nicht dieser Mensch, ich entscheide mich für was und dann ist die Entscheidung getroffen, und für mich gab auch in diesem Alter gab es da kein ständiges Hin und Her. Und da ist mir Rayna wirklich sehr auf den Keks gegangen. Also es war auch wirklich so der große Punktabzug für den ersten Band, weil ich mit Rayna überhaupt nicht warm wurde. Ich die Geschichte drumherum toll und spannend erzählt fand, aber Rayna überhaupt nicht mochte. Und die Nebencharaktere haben mir viel mehr Spaß gemacht, egal ob es Felicity und Glenn sind, die besten Freunde, die Großeltern, ob es diese ganze Pharos-Gemeinschaft ist, ob es Caden war, der ja so ein bisschen näher an Rayna kommt, oder ja Lay, der dann noch eine etwas größere Rolle spielt. Die waren viel greifbarer und mir unglaublich sympathisch, und ich mochte auch die Entwicklung. Rayna mochte ich im ersten Teil gar nicht, aber es hat sich definitiv gebessert. Rayna und alle Charaktere sind über die Zeit hinweg gewachsen, erwachsener geworden, gestärkter geworden, realistischer geworden, und sie haben sich echter angefühlt. Natürlich geht man immer mal durchs Leben und ja, man macht eben auch mal Fehler, und so ist das natürlich auch bei Rayna und auch den anderen Charakteren in der Geschichte, und das fand ich so besonders. Es hat sich trotz dieses Fantasies im Hintergrund unglaublich echt angefühlt, und man hätte sich tatsächlich so vorstellen können, dass es diese ganzen Pharos und sonstiges eben einfach gibt. Also man war wirklich so ein Teil der Geschichte. Und das hat Laura Labas unglaublich gut hinbekommen, dass man nie das Gefühl hat, als wäre man nur Zuschauer der Geschichte, sondern als wäre man mitten dabei. Das ist eben auch sehr gelungen, weil wir sehr viel ja, aus Rayners Sicht eben einfach erleben und mit ihr dabei sind und das Gefühl haben, dass sie uns das erzählt, dass sie uns die Geschichte näher bringt. Und man hat eben das Gefühl, man sitzt zusammen an einem Tisch und sie erzählt einem ihre Geschichte. Und man ist dennoch irgendwie immer so live dabei. Also das fand ich unglaublich toll. Ich mag die Ich-Perspektive sehr, sehr gerne in Büchern. Und gerade in Urban Fantasy Dystopien macht das natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man so die Ich-Situation, wie es jetzt ist, eben einfach erlebt und auch Dinge eben erfährt und zusammensetzt, weil man, was man eben gerade weiß, und nicht einer von oben herab guckt und mit ganz viel mehr Infos die Geschichte sozusagen erzählt. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte auch, wie Spannungen aufgebaut wurden und wie die dann auch gelöst wurden. Es gab keinen extremen Logikfehler. Man hat auf viele, viele, viele Fragen, die man hatte,
auf jeden Fall Antworten bekommen. Und es enden die Bücher teilweise schon mit einem etwas gemeinen Cliffhanger, sodass man dann schon sagt, oh, ich muss direkt weiterlesen. Und was natürlich jetzt in der Leserunde auch wunderbar geklappt hat. Und ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht. Das ist immer so eine Geschichte in der Geschichte und dennoch gibt es noch dieses große Ganze, was es eben auch zu lösen gibt und dann eben erst das Ende im Band 5 in Modia findet. Und ich mochte wirklich die Spannungsbögen. Es war teilweise so spannend, dass man Luft anhält, dass man wirklich gebannt davor sitzt und es passiert so viel auf so wenigen Seiten dann eigentlich, dass man denkt, Mensch, lass mich doch mal zum Atmen kommen und man hat das Gefühl, man konnte gar nicht alles so schnell verarbeiten, wie es einem erzählt wurde und es war ganz, ganz toll und das ist wirklich ganz positiv, dass sie nicht ins Straucheln irgendwo gekommen ist, sondern einen immer wieder mitgerissen hat, mitgenommen hat und einen die Welt näher gebracht hat und das hat Laura Labers wirklich grandios gemacht und gerade der 5. und letzte Band ist für mich wirklich der allerbeste Band, weil sich da alle Fäden zusammenschließen, alle da stehen, wo sie hingehören und es wirklich ein ganz, ganz tolles Ende gegeben hat und ich eigentlich mir noch gewünscht hätte, es geht noch ein bisschen weiter. Aber es muss natürlich alles mal ein Ende haben und ich fand es toll. Ich mochte die ganze Reihe unglaublich gerne mit dem etwas schwächeren ersten Band. 2, 3 und 4 fand ich dann schon sehr, sehr gut. Und Band 5 war jetzt wirklich perfekt. Ich mochte wirklich diese Entwicklung, die wir in der Geschichte erlebt haben, die wir in den Charakteren erlebt haben, aber eben auch im Schreibstil von Laura Labers spüren, dass sie tatsächlich auch da schon gewachsen ist. Also wenn man Band 1 mit 5 vergleicht, finde ich, spricht man schon nicht mehr von der gleichen Autorin, weil da einfach die Sprache eine andere ist. Es ist viel reifer, es ist viel ehrlicher und echter und man ist näher dabei. Und ich mochte das unglaublich gerne. Man hat natürlich jetzt auch alles, dadurch, dass ich es ja innerhalb von Mai, Juni, Juli gelesen habe, sehr komprimiert vor Augen. Und man merkt natürlich das vielleicht viel intensiver, als wenn man wirklich 3-4 Monate zwischen den Bänden einfach offen hat. Also ich mochte die Reihe unglaublich gerne. Jeder, der Urban Fantasy mag, der irgendwas mit Gestalt, Wandlern mal lesen möchte oder sich denkt, Mensch, das klingt mal nach was ganz anderem um 9, das ist es auch und es macht wirklich einfach Spaß, in diese Welt einzutauchen, sich mitreißen zu lassen und ja, einfach die Geschichte mitzuerleben und es gibt natürlich immer mal Dinge, wo man sich denkt, das hätte ich vielleicht anders gesehen und gerade Raina ist auch für mich im letzten Teil noch nicht die perfekte Protagonistin, aber ich finde, es muss eben auch einfach mal Protagonisten geben, die ein bisschen schwieriger sind, mit denen man vielleicht nicht so hundertprozentig mitgehen kann. Da hat aber eben einfach geholfen, dass es so viele Nebencharaktere gibt, die einen eben mitgerissen haben und ich mochte die ganze Geschichte, ich mochte wirklich die Welt, die Laura Labers erdacht, erfunden und niedergeschrieben hat und hier wirklich großes Kompliment an Laura Labers, weil ich die Welt wirklich mag und mich die Geschichte noch längere Zeit begleiten würde und ich bin sehr gespannt auf ihre nächste Geschichte und danke natürlich auch, dass ich ein Teil dieser Leserunde sein durfte und dass der Austausch wirklich ganz, ganz toll war mit den anderen Lesern und auch der Autorin und das macht einfach besonderen Spaß, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der das vielleicht noch nicht ausprobiert hat innerhalb einer Leserunde. Mir tut das wirklich immer gut und mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut und macht einfach wirklich sehr viel Spaß. Ja, eine Reihe, wo ich anfangs gar nicht dachte, dass sie mich so mitreißen wird und dann hat man tatsächlich eine Reihe entdeckt, die einen wirklich begeistert und mitfiebern lässt und ich konnte es dann am Ende nach dem 4. Teil auch gar nicht mehr aushalten und musste eigentlich, ich glaube, ein Buch kam dazwischen, dann wirklich direkt lesen und ich fand es wirklich toll. Großes Bücherkino, ganz, ganz tolle Reihe und eben eine Reihe, die einen wirklich in den Bann ziehen kann und deswegen auch dieses Video. Ich hoffe nun, das Video hat euch gefallen und euch vielleicht auf eine neue Reihe aufmerksam gemacht. Vielleicht kennt ihr die Reihe ja sogar schon, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, da wäre ich sehr neugierig drüber. Oder ob ihr ja sagt, ich kenne vielleicht schon Band 1 und 2 oder wie auch immer, alles mal in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr gebt der Reihe eine Chance, schaut euch vielleicht mal den ersten Band an, ob das was für euch ist. Denkt aber dran, dass es sich dann tatsächlich steigert, sollte ihr beim ersten Band auch ein bisschen zwiegespalten sein. Gebt der Reihe dann zumindest bis Band 2 eine Chance und bei 3 Euro pro E-Book, denke ich, ist das ja auch kein echtes Vermögen. Ich danke euch nun fürs Zusehen, danke auch nochmal Laura Labers für die 5 E-Books, die zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe mich wirklich mega darüber gefreut und es ist bestimmt eine Geschichte, die man nicht nur einmal liest. Und ja, danke mich nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.